Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zum kurzen Kanal-Update. Jo, ich habe es euch ja letzte Woche schon gesagt, ich wollte eigentlich Kanal-Update machen, letzte Woche schon, bin dann nicht dazu gekommen, aber das hole ich jetzt nach. Wie ihr mitgekriegt habt, gab es ja jetzt das Patch 1.4 und kurz darauf wieder das Patch 1.4.1, weil das 1.4 wieder Probleme gemacht hat. Ist es bei mir das Problem? Bei mir sind wieder alle Spielstände weg. Was heißt alle Spielstände? Rade ist draufgeblieben, das habe ich ziemlich viel gespielt. Und Gräbach auch, das habe ich gerade neu eingerichtet. Also die waren im Backup-Ordner nur drin. Aber Niedersachsen, Frühling und Pennsylvania, die waren im Backup-Ordner weg, weil ich die mindestens ein oder zwei Wochen nicht mehr gespielt habe. Jetzt ist die Frage an euch. Ich habe Rade konnte ich retten, also da war jetzt der Spielstand wieder so da, wie ich in das letzte Mal geschlossen habe oder aufgehört habe. Konnte ihn gerade wieder so runterladen. Gräbach war auch nichts weg. Jetzt ist die Frage an euch. Sollen wir Rade und Gräbach weiterspielen und die anderen Spielstände weglassen? Also Niedersachsen, Frühling, Pennsylvania gar nicht mehr spielen. Ich würde dann Gräbach, wenn ihr sagt, nee, lass die anderen Spielstände weg. Gräbach, da möchte ich ja sehr viel Arbeit oder halt was sehr viel Arbeit, das soll Story wäre und das kostet mich auch ein bisschen Vorbereitung. Was mache ich als Story? Wie mache ich es? Da habe ich jetzt auch schon einige Ideen, was ich alles auf Gräbach mache. Oder sagt ihr, nee, nimm Niedersachsen, Pennsylvania und Frühling auch mit drauf, aber spiel die Projekte einfach. Das ist jetzt eure Entscheidung. Rade wird bleiben. Ja, das habe ich euch ja gesagt. Da werden wir auch noch sehr viel bauen. Da war ich jetzt in letzter Zeit sehr viel auf dem Server. Ich habe jetzt da noch ein bisschen gerubbert, dass ein bisschen Geld reinkommt. Wir sind jetzt bei 224.719 Euro. Genau. Ich habe auf der Rade jetzt noch dicke Behälter gekauft. Habe ich mir jetzt schon das Fass geholt? Springen wir mal kurz hin. Da habe ich mir jetzt schon so ein Silo gebaut, da hinten. Da möchte ich ja auch noch einiges bisschen bauen. Einige Sachen bauen. Ja, da soll ja noch Rübe-Schnitzelanlage kommen. Rübe-Kartoffellager soll da ja noch gebaut werden. Jetzt mal schauen. Das kann sein, dass ich da vielleicht noch eine Güllegrube baue, ein Lager für Gülle. Und da habe ich das Meridan Silo gebaut. Ja, und da schon ein bisschen Weg hingemacht, dass es ein bisschen schöner aussieht. Da sollen noch mehr oder noch mal ein oder zwei Silos kommen. Das ist bei Precision Farming, habe ich auch schon ausprobiert. Also Precision Farming brauchen wir keinen neuen Spielstand. Schaut, der funktioniert so ohne Probleme. Habe ich schon ausprobiert. Genau, und das ist das Silo, da kommt Flüssigdünger rein, wo man den Flüssigdünger rausholen können aus der Spritze. Oder mir stellt einfach den einen Hänger ans Feld und hänge den ab, fahrt den Schlepper zurück und hole dann die Spritze. Müssen wir jetzt mal schauen, wie man das macht. Ja, da habe ich jetzt das Silo platziert. Wahrscheinlich kommt da vielleicht noch ein anderes Silo neben dran. Dass man Dünger kauft beim Shop, den bringen wir daher, füllen das Silo mit Dünger. Oder ab und zu abwechselnd machen wir es auch so, dass man einfach Bags holt und die in Sämaschine einfüllt. Das eine Skript, wie heißt das Skript nochmal? Gerade schaue. Das war das Field Calculator. Das da, genau. Feldrechner, genau. Das lassen wir drauf. Wir werden mit dem nicht mehr spielen, aber so kann ich schauen, wie viel Hektar Land das ich schon habe. Wir haben jetzt aktuell 8, 10, 11, 12, 14, 20, 2, 23 Hektar Land. Ja, das kommen vielleicht noch ein, zwei Felder kommen dazu. Und dann möchte ich schauen, dass ich mit dem klarkomme. Das sind nur grobe Aufträge, die möchte ich machen. Das sollen Arbeiter von mir dann machen. Genau. Die 21 habe ich euch ja gesagt. Da habe ich Interesse dran.
ein Feld als größeres Feld zu nehmen. Einfach entweder Mais oder einfach ein großes Feld, wenn man sieht, dass Mais oder Gras oder irgendwas knapp wird oder Getreide knapp wird oder sonst irgendwas. Oder einfach zum Geld machen, Sojabohne drauf. Mit dem Lexion 97 mit 10 Meter Arbeitsbreite war das Feld, wenn ich selber trisch, ungefähr in eineinhalb Stunden abgeerntet. Also das ist von dem her kein Problem und da kann man auch locker einen Arbeiter drauf fahren lassen, wenn man grubert oder sonst irgendwas. Also es ist jetzt nicht das größte Feld, aber ein großes Feld möchte ich einfach nur dazu nehmen und da bin ich ja der 21 interessiert. Da werde ich jetzt auch schauen, dass ich alle Gruber auf, oder halt alle Aufträge drauf machen kann. Genau, es gab jetzt die letzte Zeit ein bisschen weniger Updates. Ja, es kommt früher, da gibt es jetzt auch viel zu machen wieder bei mir im Garten und so. Da weiß ich jetzt auch wieder so mache, dass ich gerade solche Videos am Wochenende mache, wenn es schlechtes Wetter ist. Ich am Wochenende Mountainbike fahren kann oder so. So dass ich immer wieder so einige Videos vorproduziere, die ich dann unter der Woche oder auch am Wochenende, wenn es mal gutes Wetter ist, bringe, sodass ihr immer einigermaßen regelmäßig mit Videos versorgt werdet. Biogasanlage läuft auch, allerdings habe ich da schon gesehen, dass die ziemlich langsam läuft. In dem einen Skript, in dem Patch 1.3 stand drin, dass auch Tierfütterung ein bisschen anpasst war, aber da habe ich auch nicht viel gemerkt. Jetzt müssen wir mal schauen, wie man mit der Gärung und dem ganzen Zeug klarkommt. Gut, da habe ich euch ja gesagt, mir wären ja auch sehr viele Tiere. Also das Ziel von dem Projekt sind ungefähr dann später mal so um die 1000 Kühe. Und ich denke mal, dass da genug Gärreste und Zeug rüberkommt, dass man auch da teilweise mischt und das Zeug vergären könnte in der Biogasanlage. Aber da schauen wir, wie man da klarkommt. Jetzt im ersten Jahr war ja noch nichts vergären in der Biogasanlage. Oder nichts ausbringen aus der Biogasanlage. Gärreste, Mist und Gülle wird erst ab dem zweiten Jahr auf die Felder gebracht. Da hoffe ich dann auch, dass wir einigermaßen genug haben. Kühe haben wir jetzt, muss ich gerade schauen. 8 Stück, genau. Ja, die beiden Stellen werden später sowieso Aufzuchtstelle von der anderen. Von der anderen Stelle, also der Stall und der andere gibt eh nur Aufzuchtstelle und die großen Tiere, die wären ja dann unter auf der Weide, in dem Freilaufstall oder drüben im vom Schweinehof wären die Tiere dann züchtet, genau. Bei der Hühner schauen wir auch mal noch kurz vorbei. Da können wir nämlich die Eier auch schon bald verkaufen, aber da kommt denn, das kommt dann im nächsten Video. Da möchte ich einfach mal kurz noch vorbeischauen. Ja, das Spiel ist jetzt teilweise immer ein bisschen noch ziemlich ruckelig, aber ja, Gemeinderat war allgemein, ist teilweise an mancher Stelle ziemlich ruckelig. Hühner haben wir 150, oh ja, da können wir auch ein bisschen Geld machen. Genau, da haben wir halt Eier. Ja, da schaue ich jetzt mal, wie ich es da mache. Vielleicht baue ich da auch noch ein paar Verkaufsstellen, aber ich glaube, das kann man auch alles beim Landhandel verkaufen. Von dem her, das ist eigentlich kein Problem. Ja. Wie gesagt, da wird noch sehr viel gebaut. Ich denke mal, das wird noch ein sehr interessantes Projekt. Kommt auch bei euch sehr gut an. Ich werde euch wahrscheinlich auch beim Bauen mitnehmen, wenn ich irgendwas baue. Kuhstall oder Schweinestall oder das, was da drüber alles gebaut wird, werde ich euch beim Bauen auch mitnehmen. Ich habe das Gelände schon gleich ein bisschen vorbereitet, dass wir die Stelle einfach nur noch setzen müssen. Muss ich gerade schauen, der Kuhstall habe ich, glaube ich, das war der Kuhstall. Glaub, der Fläche da. Muss ich nochmal schauen, oder habe ich das noch? Nee, halt, da habe ich noch nicht vorbereitet. Das war unten auf der Weide. Muss ich nur da vorbereiten. Da werde ich halt das Geld wieder zutriggern, dass der Geldbetrag nachher wieder stimmt. Okay. Ja, schreibt mal in die Kommentare. Niedersachsen, Gräf, Pennsylvania und Frühling sollen wir das auch wieder spielen, weil die Spielstände sind leider weg. Aber da waren wir jetzt nicht so weit, von dem her ist kein Problem. Also die Leute im Multiplayer, mit denen ich Multiplayer spiele, haben gesagt, nee, konzentriere dich doch einfach nur auf zwei Projekte, mach die beiden Projekte richtig gut, also Gräbach und Rade. Big Farmer geht ja nachher auf Hof Wiesegrund. Wenn da ein vorgefertigter Autodrive
wenn es da vorgefertigtes Autodrive-Skript gibt, oh, das, ja, dann werden wir auch mit dem spielen, mit Curseplay und Autodrive. Aber ich denke mal, das geht noch eine Weile, bis das kommt. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis auf Wiesegrund kommt. Ja, wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Also in Gräbach, Gräbach, da möchte ich schon ein bisschen mehr Zeit reinstecken, klar. Radio kostet mich auch Zeit. Map-Vorstellungen kostet mich Vorbereitung und Multiplayer. Da werde ich so machen, dass ich da alles komplett aufnehme. Auch wenn jetzt jemand aufs Spiel kommt, dann kommt halt jemand aufs Spiel. Ich sage ihm kurz Bescheid, dass ich gerade Aufnahme mache und das war's auch. Hat sie ja auch gesagt, du, das brauchst du nicht rausschneiden. Das ist, bei anderen Leuten ist es auch öfter so, dass du Aufnahme machst und es kommt jemand auf den Server, das ist doch kein Problem. Ich gebe denen Bescheid, dass ihr wisst, dass ich gerade Aufnahme mache und das Video läuft halt einfach ganz normal weiter. Ja, das war es eigentlich kurz zu dem Update. Also das wollte ich euch jetzt nur kurz sagen, dass halt die drei Spielstände weg sind. Das dürft ihr entscheiden, sollen wir es weiterspielen oder sollen wir es weglassen und nur Radi und Rebach spielen und das halt ein bisschen aufwendiger und ein bisschen besser. Also Rebach, das erste Video ist bei euch schon wieder echt sehr gut angekommen. Sehr hohe Wiedergabedauer. Freut mich. War auch bei Big Farmer so, in Untergriesbach. Das war ja, das Projekt ist aber ich richtig gut angekommen. Hat fast jedes Video hat sehr hohe Wiedergabedauer gehabt. Ja, das freut mich. Klar, das kostet auch viel Arbeit, aber die Arbeit lohnt sich, wenn man sehr hohe Wiedergabezeit hat. Und sehr viele Zuschauer. Für mich, für meinen Kanal sehr viele Zuschauer. Genau. Schreibt in die Kommentare. Dann würde ich mich da danach richten. Wie gesagt, Map-Vorstellungen und Multiplayer, das geht ganz normal weiter. Und wenn es jetzt mal die nächste Woche oder auch die übernächste Woche mal ein bisschen weniger Videos gibt. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch sehr viel Arbeit noch ums Haus rum gehabt und das Ganze muss ja auch gemacht werden. Privatleben ist genauso wichtig wie YouTube, aber das macht mir riesen Spaß und das soll auch ganz normal weiterlaufen. Allerdings muss ich halt da immer Videos am Wochenende vorproduzieren, gerade wenn es mal jetzt schlecht ist. Heute Morgen ins E-Regen, da werde ich wieder einige YouTube-Videos oder einige Videos in Radio und Gräbach vorproduzieren, sodass ich sie dann unter der Woche hochladen kann. Multiplayer, das spielen wir sowieso abends, von dem her, das läuft eigentlich auch soweit ganz gut. Kommt auch bei euch sehr gut an, freut mich, dass das bei euch so gut ankommt, Multiplayer. Benz ist auch eine sehr schöne Karte, ja. Gibt es zwar immer wieder mal mit Patch und so, haben wir auch wieder Probleme gehabt mit dem Patch 1.4 und ja, mit den Skripten gab es jetzt auch wieder Update, da muss man jetzt auch erst wieder schauen, dass da nachher die Lok wieder sauber ist. Und dann müsste es eigentlich das Spiel dann auch wieder ziemlich sauber laufen. Klar, da gibt es immer wieder mal ein bisschen Ruckler auf dem Spiel. Ihr müsst bedenken, dass die ganzen Bäume und das, was jetzt da verbaut ist, sind auf der Band vom Mapper selber entwickelt. Also das sind keine Bäume aus dem Spiel selber, sondern selber entwickelte Bäume. Und sowas kostet halt einfach Performance. Gibt da ab und zu mal wieder Rucklauf der Bands, aber das können wir einfach nicht vermeiden, weil das ist halt eine sehr, sehr starke oder sehr, sehr performance-lastige Karte, wenn die ganzen Bäume selber entwickelt sind. Aber ich muss jetzt euch mal nächstes Mal im Video zeigen, die Bäume, die sehen richtig natürlich aus. Die sind nicht jetzt so gelb wie auf der Gräbach, auf der Rade. Das habe ich jetzt auch schon versucht, ein bisschen die Farbe wegzukriegen. Ich spiele ja mit einem Nvidia Shader. Ich kriege das nicht besser hin wie jetzt. Ich habe jetzt da auch wieder nur einen eigenen Shader eingekriegt. Muss ich gerade mal schauen, habe ich den überhaupt drin? Eigene Spielfilter. Der 1er ist Gräbach, genau. Und der 2er ist Rade. Der ist ein bisschen heller. Schreibt mal rein, ob das so gut ist, weil eins, das habe ich vorhin drin gehabt, das ist schon fast zu dunkel. Schreibt es mal in die Kommentare, 1 oder 2. Also ich finde es jetzt so eigentlich schon ein bisschen besser, aber ja, jeder hat halt seine eigene Vorstellungen und der Grafik. Ja, ich lasse das mal so und dann warte ich auf eure Kommentare. Ansonsten würde ich so lassen. Ich finde es eigentlich so ziemlich gut.
RFB Plus habe ich mal rausgelassen. Ich habe nur Schärfe reingenommen, auch tiefe Schärfe rausgelassen. Also Schärfe Plus und tiefe Schärfe habe ich raus. Ich habe nur die ganz normale Schärfe mit reingenommen. Und der habe ich eigentlich auch Standard gelassen, wie sie ist. Von dem her, ja, sieht eigentlich ziemlich gut aus. Okay, schreibt mal in die Kommentare, wie man mit den Projekten weitergehen soll. Und auch mit der Schärfe 1 oder 2. Ja, da warte ich auf eure Kommentare. Ja, wenn euch das Video wieder gefallen hat, like nicht vergessen. Abonniert doch gerne meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.